die Schlagerstern in Mallorca. Wenn ich euch jetzt sage, wo ich gerade war und wenn man da trifft, Wahnsinn. Also ich sage jetzt nichts, wo wir waren, aber wen ich getroffen habe. Thomas, Julian aus Belgien, hallo, grüße dich. Ja, hey Frank, es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, persönlich dieses Mal. Wir haben jetzt während der Pandemiezeit, während Corona-Zeit uns per Webcam zugeschaltet. Da ist einiges möglich gewesen, genau. Und da haben wir dich natürlich hier mal groß vorgestellt und jetzt sehen wir uns persönlich. Ja, genau, jetzt sehen wir uns hier auf Mallorca. Genau. Mit der Sonne dabei, also schöner kann es einfach nicht sein. Ne? So ist es, ganz genau. Wer es weiß, er hat normal noch ein Instrument dabei, nämlich das Akkordeon. Mit dem steht er auf der Bühne und Christoph, der Superstar natürlich, er hat ihn schon sehr groß präsentiert immer, gell? Ja, ja, ich bin sehr viel in Belgien unterwegs, war auch sehr viel mit Christoph unterwegs in Belgien. Ja, ich stehe auch auf die größten Schlagerveranstaltungen in Belgien und ja, es ist mega toll, das singen und spielen zu dürfen und mein großes Hobby und meine große Leidenschaft machen zu dürfen. Ja, sehr gut. Und wie sieht es momentan aus? Was geht voran? Also es war jetzt, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger, oder? Ja. Ich bin in Belgien ja sehr viel unterwegs, habe im März auch auf das größte Schlagerveranstaltung in Belgien einfach verschiedene Male aufgetreten und jetzt geht es wirklich los mit den Auftritten bei uns. Und für Deutschland bin ich Musik anschreiben und wir schauen mal, ich lerne immer neue Leute kennenlernen und Shit für Shit für Deutschland. So, aber ja. Und jetzt aktuell Mallorca, machst du Urlaub oder bist du extra zum Event her? Ja, ich komme hier einfach ein bisschen die Sonne zu genießen und es war mega toll hier auch heute zu sein natürlich. Ne? Und immer auch mal die deutsche Schlagerstars kennenzulernen und zu sehen, ist natürlich mega, mega toll. Ja, auf alle Fälle. Dann wünschen wir dir jetzt noch ganz viel Spaß, genieß das Konzert und auf wen freust du dich jetzt noch? Alle eigentlich. Wenn ich das Programm gesehen hatte, dann hatte ich mir gesagt, ich muss auf jeden Fall dort mal hingehen. Sehr gut. Okay, also, dann hat es mich extra gefreut. Mach's gut und vor allen Dingen, komm wieder gut nach Belgien. Ja. Und wenn du was hast, melde dich bei uns. Ja, danke. Und danke für das Interview und auf jeden Fall bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. In diesem Sinne.